Verena Schwachmeier ist Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin. 2015 schloss sie ihr Promotionsstudium am Julius-Wolf-Institut an der Charité zum Thema instrumentierte Implantate ab. Derzeit führt sie unter anderem Analysen mit Läufern durch. Viele Menschen gehen in ihrer Freizeit regelmäßig laufen. Dabei entwickeln sie häufig Beschwerden. Viele Läufer zum Beispiel kommen zu uns mit Achillessehnenbeschwerden. Die Achillessehnenbeschwerden, die können so stark werden, dass sie sogar das weitere Training verhindern. Wir schauen uns jetzt an einem Fallbeispiel an, was die Ursache dafür sein kann und was man dagegen tun kann. Wir schauen uns jetzt mal den Laufstil dieser Läuferin in Zeitlupe an. Und wie man hier erkennen kann, setzt diese Läuferin ihr Bein relativ weit medial, also innen unter dem Körper auf. Wir ziehen jetzt hier eine Linie vom Mittelpunkt des Körpers runter bis auf den Boden. Normalerweise sollte der Fuß mit der Innenkante an dieser Linie stehen. In diesem Fall tritt die Läuferin über. Wir nennen das auch ein Overcrossing, was dazu führt, dass wir einen sehr großen Valguswinkel im Sprunggelenk haben. Das führt dann dazu, dass die medialen Fasern der Achillessehne stärker unter Zug geraten als die lateralen Fasern und dadurch langfristig zu Schmerzen führen. Die Frage ist jetzt aber, was ist die Ursache dafür? Die Ursache hier ist eine muskuläre Disbalance, also ein muskuläres Ungleichgewicht zwischen relativ starken Hüftadduktoren auf der Innenseite und relativ schwachen Abduktoren auf der Außenseite. Die Adduktoren sind verkürzt und stark und führen dazu, dass das Bein in der Schwungbeinphase nach medial gezogen wird und dadurch weitmittig unter dem Körper aufgesetzt wird. Die Abduktoren sind schwach, was man hier auch an dem sogenannten Trendelenburg-Zeichen erkennt. Das bedeutet, dass das Becken auf der Schwungbeinseite nach unten sackt. Und die Läuferin versucht das hier zu kompensieren, indem sie Masse vom Oberkörper zum Standbein hin hinüber bewegt. Das ist hier das sogenannte Duchenne-Zeichen. Das heißt also, wir haben ein muskuläres Ungleichgewicht zwischen Hüftadduktoren und Hüftabduktoren, was letztendlich zu Achillessehnenbeschwerden führt. Die Therapie hierfür sieht dann so aus, dass wir die Ursache bekämpfen. Das heißt, dieses muskuläre Ungleichgewicht trainieren, indem wir die Hüftabduktoren kräftigen. Um die Ursache für die Achillessehnenbeschwerden zu therapieren, müssen wir jetzt die Hüftabduktoren kräftigen. Und da zeige ich jetzt mal, worauf man achten sollte. Legst du dich mal bitte auf die Seite? Okay, das untere Bein an, Becken ein bisschen weiter nach vorne drehen. Genau, das obere Bein ist ausgestreckt, kannst du erstmal ablegen. Jetzt die Fußspitzen anziehen Richtung Schienbein. Genau, ein bisschen nach innen drehen. Und jetzt schieb mal das Bein der Länge nach raus. Jawohl. Und jetzt hebst du das Bein an, Fußspitzen bleiben nach innen gedreht, genau. Und wieder langsam absinken. Das ist jetzt eine ganz klassische Übung für die Hüftabduktoren, wie sie typischerweise in der Physiotherapie durchgeführt wird. Man kann ja auch sehr gut sehen, dass die Hüftabduktoren in der Tat angespannt sind. Das Problem hierbei ist jedoch, dass die Intensität beim Laufen deutlich höher ist. Die Muskeln müssen hier das Mehrfache des Körpergewichtes beim Laufen aushalten. Das heißt, die Intensität für diese Übung ist nicht hoch genug, um die wirklich zu trainieren für Läufer. Das heißt, wir brauchen hier eine Übung, bei der wir das Körpergewicht berücksichtigen. Wenn wir die Hüftabduktoren jetzt mit höherer Intensität kräftigen wollen, dann ist es besser, wenn wir das im geschlossenen System machen. Dazu gehen wir jetzt mal in einen Seitstütz. Du stellst dich hier auf die Fußaußenkante, genau, auf den Unterarm und drückst dich jetzt mit dem gesamten Körper hoch. Jawohl, auf die Außenkante stellen. Genau. Wichtig ist, dass du ganz steif bist wie ein Brett. In dem Fall hier haben wir jetzt ein sogenanntes geschlossenes System, was bedeutet, dass wir mehr Muskeln, also im Prinzip den gesamten Körper trainieren und kräftigen. Aber halt die Hüftabduktoren sind auch involviert und müssen jetzt hier das gesamte Körpergewicht anheben. Das heißt, es ist insgesamt eine höhere Intensität für die Abduktoren als vorher im offenen System. Letztendlich sind zwei Aspekte sehr wichtig. Zum einen muss man sich den gesamten Körper des Läufers anschauen, anstatt den Fokus nur auf einen kleinen Bereich zu legen. Dann sieht man die Ursache oftmals viel besser. Zum zweiten ist es wichtig, wenn man letztendlich trainiert und Muskulatur kräftigt, dass dieses Training auch überschwellig ist und die Intensität hoch genug ist, um letztendlich einen Trainingseffekt erzielen zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen.